Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder was Neues. Ja, ist immer was los. Der König und die Königin ist gerade im Rückzug, sehr schön und gefühlsvoll. Sie öffnen sich ihren Herz. Ohne Worte zeigen sie ihre Liebe, ihren Gefühlen. Es ist zärtlich und sehr vertraut. Der König spürt seine innere Kraft. Diese Ruhe gibt ihm auch die Kraft. Und ab morgen hat er einiges, was zu tun, und er zeigt seine Macht. Die beiden können von vielen Dingen gerade verabschieden. Man sollte auch nicht immer alles festhalten. Die schöne Prinzessin fährt jetzt nach Hause und verabschiedet von ihrem Prinz. Aber die Liebe bleibt bestehen. In einer rechtlichen Lage kommt Einfluss und das ist nicht gut. Und vor allem ist es ungerecht. Es sind Lügen, Intrigen und Betrug. Das erschwert die Situation und kippt gerade die Gleichgewicht. Die Menschen in diesem Königreich wissen nicht, wen können sie vertrauen und wen können sie nicht vertrauen. Sie müssen gerade vorsichtig sein. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Heute ist Neumond, das heißt, die beiden Lichter treffen sie sich. Mond ist für uns unsichtbar. In dieser Geschichte habe ich das beschrieben, der König und die Königin zieht sich zurück. Nach westlicher Astrologie ist das im Jungfrau. Nach indischer Astrologie, nach indischer Berechnung ist aber im Löwe und dieser Neumond bekommt einen Einfluss von Regulus. Regulus ist einer der königlichen Sternen, der Stern der Könige, der Herz der Löwen, also eine Herzensangelegenheit. Dieser Neumond ist exakt 11:37 Uhr. Ja, wie könnt ihr orientieren? Versucht es beobachten, was wirkt eher die Jungfrau-Energie oder mehr die Löwe-Energie. Nach Astronomie, nach astronomischen Kalender ist es auch zum Löwe zugeordnet. Diese Sonne-Mond-Konjunktion steht in Verbindung zum Uranus. Eine schöne Verbindung und das bedeutet Umbrüche, Veränderungen und das ist schön und angenehm. Jupiter entfernt sich von diesem Halbsextil von Saturn. Das hat einen guten Einfluss gehabt für eine rechtliche Lage, aber kommt zu einer neuen Verbindung, ein Jupiter-Neptun-Quadrat. Das ist unangenehm und das hat eine Auswirkung auf eine rechtliche Lage oder beeinflusst die Gerechtigkeit bzw. die Ungerechtigkeiten, weil wir können mit Lügen, Intrigen und Betrug rechnen. Und das war die Quelle zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.